Ja, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video für SimRail. Wir machen heute mal wieder eine kleine FDL-Session und wir sind hier in Roskova Polnok, garantiert falsch ausgesprochen, wie halt immer. Kleine Station, wir haben hier zwei Perrons, zwei Durchfahrgleise, hier haben wir sogar auf beiden Seiten können hier Züge ranfahren, hier auf einer. Da bin ich mir nicht sicher, was das hier ist, das werden wir uns aber dann gleich anschauen. Haben da Ulsa Movise mit einem recht großen SPL-Block hier. Links der Anschluss nach Knapoka und nach Celislavice. Ja, soweit erstmal der Plan. Schauen wir uns ganz kurz den Fahrplan an. Bis jetzt habe ich alle, also ich bin jetzt hier schon ein bisschen drin und um 10:22 kommt hier der nächste an. Und zwar von Knapoka. Der bleibt hier sogar kurz stehen. Plattform 1, Gleis 4, wenn ich es jetzt richtig lese. Ja genau, 1, Gleis 4. Eigentlich, gerade im Anschluss kommt ein Express, der fährt dann auch da rein. Der wird dann hinter dem Regio hinterher duckeln müssen. Aber wir könnten das, ich gehe jetzt mal kurz her und stelle das einfach schon mal. Hier rein, POC, bestätigen und dann sollte er das machen. Muss noch einen kleinen Moment warten, ja, da werden die Weichen umgelegt. Cool. So, nachdem wir ein bisschen Zeit haben, schauen wir uns hier mal die Gegend an. Exit the building, dankeschön. Bitte laufen, danke. So, das ist hier unsere kleine Station hier und da unten unser kleiner Bahnhof. Leider können wir da nicht schneller laufen. Aber dann können wir uns hier mal den ersten Anschluss anschauen. Sieht nach einem kleinen Depot aus. Diesel only. Oh, zweimal ein Gleiser. Oder Batterielok. Oder Wasserstoff. Ist ja alles schon vorhanden. Kann ich das aufmachen? Nö. Kann aber auch nicht rein. Was würde passieren, wenn man hier mit der Lok reinfährt? Könnte ja auch fies sein und meinen Zug da reinleiten lassen. Aber das machen wir nicht. Will hier kein Chaos stiften. Das mache ich schon unbewusst. Okay. Da sind die Bahnsteige. Es sieht, also im SCS sieht das einfach viel größer aus, als es tatsächlich eigentlich ist. So, einmal hier hoch. Ja, so ein kleines Dörfchen hier. Ein Dörfchen, wo sogar Expresszüge halten. Eben da können sie auf zwei Seiten hier halten. Bahnsteig 3. Sektor C. Track 4. Perron 1. Oh, da war doch auf der anderen Seite ja auch noch so ein Depot-ähnliches Zeugs. Und Gott sei Dank funktioniert das Chatfenster, wenn man hier so rumläuft. Dass ich sehe dann, wenn er denn einen Zug hier ankündigt. Was haben wir hier? Ja, Zeiten. Aber nicht unsere Zeiten. Okay. Was macht ihr da? Ein kleiner Parkplatz, da ins Dorf rein. Bei dir alles okay da draußen? Mr. Jesus schwebt hier einfach rum. Ganz Wartehäuschen. Oh, wäre das jetzt Strange in World 3, dann hätte jetzt vermutlich hier so ein Collectible. Alte Markierung. Kann das sein, dass hier diese Unterführung einfach mal ins Nix reingeht? Ja. Die geht einfach mal hier ins Nix. Okay. Ja, also wer hier auf deiner Seite haben will, der geht hier erstmal durch die Wiesen und dann da rein.
Oh, ich komme da nicht rein. Aber schön, da die Andeutung. Alles klar. Ah, ist das andere Gleis. Oh, da ist noch ein bisschen mehr. Kann ich da rüber? Komm, lass mich da rein, lass mich da rein. Geht nicht. Okay, hier haben wir Schwellen. Kann ich da vielleicht dahinter irgendwie rein? Ja, da scheint offen zu sein. Und da hinten geht's auch weiter. Okay, also hier ist mal ein bisschen was gefahren. Hier schon länger nicht mehr, wenn man hier sich den Rostzahn zieht. Und da hinten vermutlich einfach nur noch Abstellung. Alles ohne Oberleitung. Oh, sogar eine Handweiche. Cool. Kann ich die bedienen? Ne. Ach ne, ich darf da auch nicht weiter rein. Ach man. Ach schau, das wäre so cool gewesen, wenn ich die Handweiche hier bedienen könnte. Aber es muss doch nochmal kommen. Schade, schade, schade. Na gut, dann haben wir es hier gesehen. Mehr haben wir hier nicht. Das heißt, wir warten jetzt hier mal auf die Züge, wenn sie dann kommen. Wäre natürlich praktisch, wenn man hier draußen stehen könnte und das Stellpult hier irgendwie bedienen kann. Oder halt per Hotkey hier raus kann. Wenn ich mir jetzt hier durchgehe. Tasse 2, 3, 4, 5, 6. Da passiert gar nichts. Und mit 1. Was ist your leaving playable? So ein Schwachsinn. Bin doch hier wieder drin. Naja, jedenfalls, wir haben überall KI momentan, keine anderen Spieler. Ich hoffe, die Züge kommen dann pünktlich, damit wir was zu sehen haben. Im Multiplayer, 4 Dispatcher, Lazy, Dabrova, Benzin, Sosnovi, Cloney oder Proofpanda ist am Fahren. 242, 219, 40, 6, 19, ja, vielleicht kommt ein Fahrer mit dabei. Aber alles gemischt hier, nicht nur rein deutsch. Ja, sieh der nächste, 35. 242, 219. Kommt es irgendwann mal? Nee, das sieht nicht so aus, als wenn ich den mal hier hätte. Und auch das ist ein bisschen verwirrend, dass hier die Zugnummer einmal links steht und dann steht sie wieder rechts und dann steht sie wieder links. Das ist ein bisschen verwirrend. Also die Logik habe ich hier noch nicht so ganz drin. Und vor allem eben das mit der Zeiten abstempeln, das hat irgendwie nur überhaupt keinen Effekt. Entsprechend funktioniert auch hier der Filter mit Confirmed und so noch gar nicht. Ich hoffe, das kommt noch. Also 10.22, der ECE hält hier eine Minute, fährt dann gerade los und dann dahinter der EJ hier. Cool. Jetzt ist er, oh, ist eh gleich mal soweit. Ja, ich würde sagen, wir machen dann hier einen kleinen Cut, wenn es dann soweit ist. Weil es gibt jetzt erstmal nichts zu tun. Gut, wir könnten hier noch ein bisschen umschauen, was wir hier haben. Notizblock, Ordner, Erste-Hilfe-Kasten, Lautsprecher, aus denen keine Musik kommt. Und keine Kabel haben. Das sind vermutlich die neuen Wireless von Bose in der Holzverkleidung. Klima, Pflanze, haben wir eigentlich hier raus? Nee. Wasserspender? Eigentlich nie schlecht. Taschenrechner, Drucker, uralt, Telefon mit einer sehr interessanten Schnur, die hat einen Steifen, oh Mann, Ordner, keine Ahnung was das hier ist, kann man hier raus, nö, geht nur die eine Tür, einsamer Sessel, ein iPhone, ne, das ist kein iPhone, iPhone sieht doch anders aus, das ist ein Android, aber sieht hier aus wie ein iPhone. 11:55 Uhr, 8. oder 23. Mai? Bin mir nicht sicher, aber immerhin vollgeladen. Ja, Tastatur, Maus für den zweiten Rechner, wo wir keinen Bildschirm haben. Da ist Radio hier drunter. Ich sehe nur hier drunter, zwei Rechner.
Ah, das sind aus wie die frühen Dell-Rechner. Ja, und das war's. Und ein Notebook. Ach ja. Ach ja, und diese Lampe hier ist auch nicht angesteckt. Stichwort anstecken. Ah, da hinten hätte sogar die Steckdose. Ah, da hinten auch. Ich wollte mir gerade schon schauen, wo das überall hier in dem Raum drin ist. Aber gemütlicher Arbeitsplatz. Ja, doch. Hätte ich Bock, hier mal in echt ein bisschen zu sein und da mal ein bisschen FTL zu machen. Geiler wäre es natürlich mit SPK hier. Aber man kann hier nicht alles haben. Wir machen aber noch mal ein anderes SPK-Stellwerk. Also, wo man schön drücken und ziehen muss. Da werde ich dann auch noch mal ein kleines Basic-Tutorial machen, damit die Leute mal wissen, wie man damit umgeht. Weil schon ein paar FTLs hier drin hatten, die da ins SPK reingegangen sind und keinen Plan hatten, wie man damit umgeht. Mühsam. So, was sagt das Zeiteisen? 19 nach. Also kann nicht mehr lang dauern, falls er denn überhaupt ankommt. Ja, also, kleiner Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, da bin ich wieder. Von Knapovka kommt irgendwie kein Zug. Obwohl die schon längst da hätten sein sollen. Jetzt kommt aber von der rechten Seite der Zug 1419. Dann schauen wir uns mal ganz kurz an. Der hat hier keinen Halt bei uns. Um 41 soll er durchfahren und fährt dann nach Knapovka. Irgendwie so. 1419. Das heißt, dem werden wir hier schon mal Durchfahrt geben. Execute. Ja. Sehr gut. Dann hätten wir das auch schon mal drin. Cool. Ja, schade, dass jetzt hier die Züge nicht kommen. Es ist halt nach wie vor nicht mehr KI. Rechts ist jetzt jemand drinnen. Okay, cool. Vielleicht ändert sich das nur noch auf der linken Seite. Das wäre schön. Multiplayer-Status. Sind einige Dispatcher jetzt unterwegs. Und die Fahrer her. 1419 haben wir leider nicht mit dabei. Okay. So, dann werde ich jetzt demnächst mal hier das hier auflösen. Solange hier gar nichts mehr kommt. Aber eventuell hat es entweder in Knapovka Stau oder davor noch. Weiß man ja nicht bei der KI. Kann das sein, dass sich das hier alles aufhängt und dann haben wir es nur noch von einer Seite. Ah, spannend. Also, wir sehen uns gleich wieder. Und jetzt habe ich doch nochmal eine Info gekriegt von links. Und zwar der Zug 3118 ist um 10:33 abgefahren und der ist jetzt auch schon auf dem Weg. 3118. Was ist denn 3118? Um 10:40 soll der bei mir durch. 3118. Scheiße, und ich habe jetzt hier die Auflösung gemacht. Bitte sofort. Mach bitte schneller. Dankeschön. Einfach aus dem Nix. Scheiße. Der muss jetzt kurz warten. Was sind das? 20 oder 30 Sekunden? Oh, bitte tu dich auflösen. Ah ja, gut. So, bitte noch hier. Setup. Yes. Dankeschön. Was ist eigentlich mit dir? Achso, das hatte ich mir geloggt gehabt. Okay. Sehr gut. Dann müssen wir den auch noch anmelden. 3118. Müsste eigentlich von da hinten gleich mal auftauchen. Und die anderen Züge sind irgendwo im Livana. Ich höre ihn schon.
eigentlich noch ein nettes Detail, dass sich das hier aktualisiert, obwohl man nicht voll drin ist. 160, da ist er. .31.18. Geben wir mal kurz Bescheid. Zug 31.18 ist bei mir abgefahren. Was ist denn da hinten? 12.81 ist 13.19 und 14.19. 13.19, den haben wir schon. 14.19, der halt. 14.19. Nein, der hält nicht. Hat eine Minute, nachdem der da vorne weg ist. Die zwei sind einfach nicht auftaucht. Okay. Und ich wäre noch froh, wenn der da in Ostsommerwitz seine Züge ankündigen würde. 13.19, ja, zweimal Express, einmal hier rüber. Na, 14.69, 14.19. Ah ja, der spannende Alltag eines Fahrdienstleiters. Warten, was passiert. Ja, denk mal eine Minute noch. 14.80, 14.19. Was ist nach Plan? 1.40. Ja, das ist sogar ein bisschen zu früh, wenn ich das so sehe. Und dann haben wir einen, der hier knappe 7 Minuten steht. Holy shit. Ja, wenn es Spaß macht. 160 km/h fährt der. 9 Kilometer entfernt. Echt, sind das 9 Kilometer von da hinten bis zu mir? Da hat man einfach so gar keine Relation zur Distanz, wenn man das hier so sieht. Ich glaube, dann schauen wir uns von außen an. Exit the building. Der müsste dann auf dem Gleis da kommen. Und ich weiß, da kommt jetzt erstmal nichts. Und wenn was kommen würde, dann ist erstmal rotes Signal. Das heißt, wir sind safe. Na, wie schaut den? Aber wenn man fies ist, könnte man den ja einfach umleiten zum Weichenputzen, damit er seine Verfrühung ein bisschen abbauen kann. Da ist er. Oh, 42.118, da ist ein Spieler, 4 Kilometer entfernt. Ciao. So, geben wir dem mal schnell Bescheid. Das wird jetzt nochmal heißen. Ah, warte mal. Erstmal können wir hier da die Einfahrt bis hier hingeben. So, da. 14.19. Und macht es bitte auch, wenn ihr da FDL macht.
aus 4114. Kommt jetzt was von dir daher? Wer ist denn 4114? Hä? 4114, ja. Aber warte mal, 41, ihr habt das falsch drin. Das ist ja viel zu spät. Aber der hält hier kurz. Holy shit, was hast du für eine Verspätung? Ja, du fährst mal hier runter. Jetzt hat er mir schon wieder einen Zug geschickt ohne Ankündigung. Jetzt hat er die Station verlassen. Ah, ist er nicht damit klarkommen, oder was? So, du kannst nach da weiterfahren. Und dann ist es 1417. War das der Spieler? Ja, das ist der Spieler. Der Stalker. 26 Kilometer entfernt. 41, 114. 41, 14. So, und der 1417, der muss hier bestimmt anhalten. Da muss die aktuelle Uhrzeit. 1417. Ja, der bleibt hier die 7 Minuten stehen. Okay. Ja, wo ist er? Ja, was Modernes. Warte mal, du bleibst wirklich hier stehen? Habe ich das jetzt wirklich richtig geschaut? 4014. Ja, der bleibt hier stehen. Schade, da hätten wir uns jetzt vielleicht reinschleichen können. So. Der ist am Anhalten. Das heißt, wir können ihm dort die Ausfahrt geben. Sehr gut. So, der hat das angehalten. 0 km/h bei ihm. Also ich weiß nicht, ob ihr das auf YouTube gut seht. Ist auch bei mir schon recht klein. 13,19 ist jetzt gerade auftaucht. Ah ne, ja, doch, weil er jetzt hier vorbeikommt. So, der ist abgefahren. 41,14. Boah, die Leute müssen immer richtig stinkig sein, nachdem der so spät ist. Was haben die gemacht, dass der so spät ist? Und dann haben wir hier 13,19. Haben wir 160 unterwegs. Ich will die auch mal so schnell fahren. Ja, jetzt fällt er ein. Okay, dann sage ich schon mal Bescheid. 13,19. So, und der Kollege, Gleis 3, hier oben, kannst du hier mal warten.
Ob ich der gleiche Schnelle, wenn wir das schon die ganze Zeit gesehen haben. Ja. Ciao. 1417, bist du nach wie vor ein Spieler? Ja. 90 Kilometer 28. 41, 114 und 116. Kommt ihr zu mir? Oh, Tatsache! Der kommt zu mir. Um 11.22 Uhr. Okay. Ah, dauert ja noch ein bisschen. Und davor kommt auch noch mein Express 1319. Und dann erst um 11.22 Uhr wieder von der anderen Seite. Na, okay. Ich würde sagen, wir machen hier mal einen kleinen Cut. Bis er mal hier wieder da ist und dann schauen wir weiter. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Unser Kollege da fährt jetzt gleich mal ein. Der hat seine Abfahrt um 10.53 Uhr. Der fährt dann gleich mal wieder ab. Weil er verspätet ist. Ich wollte eigentlich zu dem hinlaufen. Sollen wir dem schon mal die Ausfahrt geben? Nee, warte mal, 10.53 Uhr. Abfahrt war jetzt dann gerade. Und fährst nach, ja, nach da hinten hin. Und dann werden wir ja gerade mal sagen, dass er bitte den Mindesthalt von einer Minute machen soll. FDL an 1417, Ausfahrt ist bereits gestellt, aber bitte den Halt von einer Minute einhalten. Mal schauen, ob er das gehört hat. Ich meinte, da hat es mal einen Button für Drivers geben gehabt. Ob ich den Zug anrufen kann? Das probiere ich jetzt mal. Wie kann ich das löschen? Disconnect Call. Hallo? Löschen. 1417. Und wie kann ich jetzt wählen? Verstehe noch nicht, wie da ist. Wait, Alarm, Dispatches. Kann ich denn hier den Zug anrufen? Okay, check's nicht. Komisch, komisch, komisch. Okay, wenn das jemand weiß, gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Wer sollte mich eigentlich gehört haben mit Push to Talk? So, gehen wir mal raus. Schauen uns das mal an. Ausfahrt hat er ja. Uhr, kannst du mich hören? Also ich drücke halt nur Push to Talk, ne? Jetzt 1917, ja? Stalker 778 ist da drin.
irgendwas mache ich. Ah, hier komme ich wieder nicht rein, okay. Wie funktioniert das denn mit dem Fahrer? Ich verstehe das jetzt irgendwie nicht. Volume up, volume down, chin plus, minus. Dispatches everyone. Was will denn mit allen quatschen? Verstehe ich nicht. So, 1417 fährt gerade los, so wie ich das sehe. Ja, perfekt. Dann tun wir dich mal kurz ankündigen. Hier. Alles klar. Ja, und danach schauen wir mal, wo ist 1417? Da. Es wäre dann eigentlich noch dieser Express hier, der ist aber nicht aufgetaucht, der 1319. Und der nächste Zug kommt um 11:22. Nach Plan. Dann 25, 40 und so weiter. Ich würde sagen, für die Episode reicht es erstmal. Haben wir hier mal so einen kleinen Einblick gekriegt, wie das hier so abläuft. Hoffentlich ist dann in Zukunft ein bisschen mehr Verkehr und wir schauen uns demnächst mal anderes Stellwerk an. Beziehungsweise, denke ich mal, werde ich für SBK mal ein kleines Mini-Tutorial raushauen. Da ist er ja. Gute Fahrt dir! Kann auch sein, dass er mich einfach aktiv ignoriert. Na gut, alles klar. Das ist gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.